Ja, ist euch aufgefallen, dass ich bei jedem Tutorial-Anfang so immer bei YoGoNos so das Video so beginne? Also, dieses Video wurde auf Anfragen von einem Video gemacht. Warte, wie heißt das nochmal, was ich auch bei YouTube hochgeladen habe, wo ich das Schild da klone? Dieses Gauner-Schild da. Das heißt irgendwie Schildklon, irgendwie crazy. Nochmal ein crazy Video oder verrücktes Video. Schildklon, irgendwie so heißt das. Könnt ihr euch angucken. Geht auf YouTube. Andreas M7, geht auf meinen Account und geht auf alle Videos anzeigen. Da ist das dann, das, wie es bearbeitet ist. Jetzt seht ihr es hier unbearbeitet. Ja. Ihr seht, das ist wirklich einfach ganz billig. Ich ziehe einfach, sieht richtig langweilig aus, auch wenn es zum Schluss meiner Meinung nach ziemlich cool wird. So, ja, also ich ziehe das Schild einfach so ein bisschen durch die Gegend da. Ja. Akipa. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie man das so bearbeiten tut. Und zwar machen wir hier irgendwo, noch bevor ich das Schild berühre, das ist wichtig, ein Cut. Ich klicke auf Plus, damit ich auf einen einzelnen Frame, also auf ein eigenes Bild komme. Einzelnes Bild, wie gesagt. Oh, mein PC ruckelt. Ich bitte die Wartezeiten, die ihr auf euch nehmen müsst, zu entschuldigen. Hier jetzt, ach so, ja. Über STRG-C kopiert ihr das Markierte oder ihr klickt auf dieses Symbol und über STRG-V, die Tastenkombination, oder indem ihr darauf klickt, fügt ihr es wieder ein. Wenn ihr das einfügen wollt, sagt er, das überschreibt dann aber das Video, das andere, weil das dann hier so hinkommt. Da klickt ihr einfach auf OK, das ist nämlich egal. Da wird das jetzt hier runterziehen. So, jetzt haben wir dieses einzelne Bild und das bearbeiten wir jetzt mal. Ihr geht auf Bildgröße und Position, vielleicht kennt ihr das schon von einem anderen Tutorial, was ich gemacht habe. Also Proportion beibehalten, da machen wir den Haken weg und gehen auf Ausschnittsgröße und Position. So, und jetzt ziehen wir das hier bis zum Schild. So, und gehen auf OK. So, und dieses einzelne Bild hier kopieren wir jetzt. So, wieder mit STRG-C, STRG-V. Das, was ich hier jetzt mache, ihr seht, es verdoppelt sich andauernd. Das ähnelt der Geschichte, wo der Bauer dem König das Schachspiel verkauft. Er sagt, ja, König, leg auf das erste Feld des Schachspiels ein Korn, auf das zweite zwei Körner, auf das dritte vier Körner, auf das vierte acht Körner. Ich hoffe, jetzt habe ich mich nicht verzählt. Auf das fünfte 16 Körner. Auf das sechste, ne, 32 Körner und immer so weiter. Und dann sagt der König, was? Nur so ein paar Körner willst du von mir? Am Ende stellt sich heraus, dass das über 8 Welternten, Jahresernten, 8 Jahre Welternten sind, irgendwie sowas, ne? Ja. Das müsst ihr bis zum Ende des Videos machen. Wie gesagt, Entschuldigung, dass das so lange dauert. Hiermit berufe ich eine Spendensammlung für Andreas Faustmann ein, damit dass ich einen besseren PC kaufen kann, damit die Tutorials flüssiger laufen, besser laufen. Och, jetzt komm her. Oh, ja, na also. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz bis zum Ende gemacht. Ihr macht es dann ganz bis zum Ende. So. Naja. Wie gesagt, Entschuldigung für diese langen Wartenzeiten. Allerdings, das liegt daran, dass ich auch noch dieses Aufnahmeprogramm habe. In Klammern Camtasia Studio 5, muss ich ja sagen, womit ich arbeite. Ja, und jetzt hat der das schon so schön gemacht. Jetzt darf er auch mal weitergehen. Komm schon, tu mir den Gefallen. Das ist doch alles Müll hier. Der ist endlich mal geschafft.
So, und jetzt zeige ich euch, wie das Video jetzt aussieht. Stellt euch einfach vor, dass es flüssig laufen würde, also unruckelig. Also ihr seht, so, und so sieht das jetzt schon aus. Ist doch cool, nicht? Ja. Jetzt müsst ihr sagen, boah, Andreas, du bist so voll der Profi und so. Und du hast es voll drauf und deine Tutorials sind so voll genial und so. Und, ne? Und dann noch und. Und dann bin ich wieder mentalisch aufgebaut und sag, oh, danke, das ist aber echt lieb von dir, dass du das zu mir sagst. Du bist der Erste, der das zu mir sagt. Dann habe ich wieder wenigstens etwas Stolz, keine Ahnung. Na, egal. So, und jetzt zeige ich euch auch noch in der Hoffnung, dass mein PC das zulässt, wie man das zweite Schild auch noch klont. Das nehme ich dann etwas einen Tick kniffliger. Ja. Nee, das ist schon zu weit. Na komm schon. Ich darf das Schild nicht berühren, während der Schnitt ist, sonst ist da mein Finger eventuell noch zu sehen. So. Jetzt machen wir hier wieder einen Cut, genauso wie beim anderen. Und gehen auf plus, 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 theoretisch. Praktisch ruckelt mein PC so und das nervt mich so. Oh, ich brauche einen besseren Computer. Aber jetzt spare ich gerade auf was anderes. Naja. So, jetzt machen wir hier wieder genau das gleiche wie beim anderen. Machen den Cut. Na komm schon. Sehr schön. Jetzt haben wir das hier. Das klicken wir wieder. Also markieren es wieder. Theoretisch. Dann drücken wir STRG C, um es zu kopieren, und STRG V, um es einzufügen. Klicken wir hier wieder auf OK. So, ziehen das hier runter. So. Und jetzt gehen wir hier auf Bildgröße und Position wieder. Proportion beibehalten, den Haken wegmachen und den Punkt bei Ausschnittsgröße und Position machen wir hier das wieder dahin. Allerdings, wenn wir das jetzt so lassen würde, dann wäre da auf einmal das Bild weg. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen ziehen wir das auch hier hin. So, da ungefähr. So, das ist eigentlich da. Egal. So, und jetzt auch das andere Bild wieder da. Klicken auf OK. Und das war's praktisch jetzt schon. Allerdings, das kopiere ich jetzt nicht tausendmal. Theoretisch müssten wir das machen. Praktisch machen wir das aber nicht, da mein PC dann in die Luft fliegen würde. Und allerdings, ich zeige für alle, die es nicht wissen, ich zeige euch jetzt nochmal, wie es dann fertig aussieht. Starte ich mal kurz das Internet und schließe das hier. Nicht speichern. So, dann haben wir das hier. Gehen wir mal auf YouTube. Ja. Gehen auf meinen Account, ne, um das Video zu finden. Und dann mal gucken, wie heißt denn das Video. Nochmal ein verrücktes Video. Und dann hier, da, diesmal klone ich ein Schild. Das sieht man da nur, wenn man das da, das weiße da. Und das könnt ihr euch jetzt auch mal angucken.